Bei Europameisterschaften sechsmal französische Meister und im Dezember, und da sind Sie ganz besonders stolz drauf, gewannen Sie die Trophée Lalique, ein hochkarätig besetzter Eiskunstlauf-Wettbewerb in Paris, dort vor heimischem Publikum. Sie laufen immer mit dem Hang zum Außergewöhnlichen, das macht sich dann auch schon mal in der Kleidung bemerkbar. Sie sehen es, heute sind Sie ein wenig auf Durchzug eingestellt. Ein Programm, das Sie erst vor zwei Tagen einstudiert haben. Ein bewährter Musiktitel, der schon fast die Hymne aller Eiskunstläufer geworden ist. Music was my first love. Music of the future, the music of the past, the music of the past, the music of the beim Training noch ein bisschen nervös und nicht zu sagen, ein wenig außer sich. Da gab es auch schon mal ein paar Spannungen und da wurde es dann auch etwas lauter, weil sie sagten, Mensch, wir zeigen das zum ersten Mal hier vor großem Publikum, wollen mal schauen, wie das klappt. Ich fand, das war ganz prächtig und sie bereiten sich natürlich auch vor auf die Europameisterschaften. Nachdem Kasakova Dmitrijew abgetreten sind, könnte es da besser werden. Und so ist das. Sie schwebt übers Eis und er sorgt für den nötigen Halt. 1,50 ist die kleine Sarah Abitbol groß, 42 Kilogramm schwer, das ist das Garten.